mal so ein bisschen über gewisse Sachen sprechen. Erntedankfest 2021, Gott sei Dank die Pandemie vergessen. Also lieber Peter Jungs, liebe Besucher der Marktstraße, vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Also vergessen mit Sicherheit noch nicht, aber ich habe das vor 2 Jahren schon mal gesagt, als wir ähnlichen Zulauf hatten, Gott sei Dank. Ich bin froh, dass wir endlich wieder in dem Rahmen was unternehmen dürfen können, dass wir so viele Leute in der Marktstraße begrüßen dürfen. Vielen lieben Dank, dass Sie gekommen sind. Ich finde das ganz toll, auch die Organisation heute ganz hervorragend, die Band, die heute spielt. Absolute Knaller bei dem super Wetter. Vielen Dank, dass ihr da seid. Hervorragende Musik. Nochmal Applaus von allen. Danke, danke. Und wie gesagt, Gott sei Dank können wir wieder ein bisschen mehr reguläre Geschichte machen. Die Leute im Laden, Leute in der Straße begrüßen. Vielen Dank nochmal. Ja, gehen wir mal weiter. Herr Jachtmann, Filialleiter vom Küchenvergleich Jülich, Hauptsitz in Aachen. Korrekt. Was hat Sie denn heute überhaupt bewegt, sag ich mal, dieses Event mit als Sponsor zu unterstützen? Also es war für uns keine Frage der Finanzen, es war einfach eine Frage der Ehre. Wir sind hier in der Marktstraße von Anfang an hervorragend aufgenommen worden, tolle Nachbarschaft. Und es sind die Kleinigkeiten im Leben, die irgendwie eine Nachbarschaft ausmachen, ob der Nachbar den ein Paket annimmt oder dass man mal eine Information bekommt, wann die Mülltonnen abgeholt werden etc. Das sind so Dinge im Leben, die eine Nachbarschaft ausmachen, und da muss ich sagen, sind wir hier hervorragend aufgenommen worden. No. Hervorragend aufgenommen. Herr Gerrans, Erntedankfest, wie gesagt, heute mit 18 Grad Sonnenschein kann man in Aachen teilweise nicht erleben auf dem Katschhof, oder? Es wäre zumindest schön, wenn auch im Katschhof wieder Veranstaltungen stattfinden, so ähnlich wie sie hier in Jülich stattfinden, wobei auch hier, ich glaube, das Erntedankfest und parallel in ein paar Monaten hoffentlich das Frühlingsfest ist eine Pflichtveranstaltung für alle Jülicher und alle, die in und Jülich wohnen. Von daher kommen die auch bei Wind und Wetter, bei dem Wetter natürlich umso besser, vollkommen klar. Man kann draußen essen, man kann draußen sitzen, es ist nicht so schön, dass ich jetzt in die umliegenden Gebiete rein möchte, sondern ich gehe in die Stadt, das ist eine tolle Geschichte, vielen Dank dafür. Ja, wir hatten ja eigentlich heute noch ein bisschen aus dem sportlichen Bereich erwartet. Die Black Ladies zum Beispiel aus Aachen, die Bundesliga-Mannschaft der Damen und Lukas Mazzarath, der Weltklasse-Schwimmer schon in Deutschland mit 22 Jahren, der bei den Europameisterschaften sehr erfolgreich war, selbst in Tokio im Finale war, musste leider absagen. Er ist auf Wettkampf, letzte Woche bei den Europameisterschaften Platz 3. Die Ladies, die hübschen Mädels, wo sind die denn? Sind die in Dresden noch beim Spielen? Die sind in Dresden, die haben ein Auswärtsspiel und wie allen bekannt sein sollte, die spielen erste Bundesliga. Die Ladies in Black werden gesponsert vom Küchenvergleich Aachen, sollten eigentlich heute hier mit einer kleinen Delegation aufschlagen und vielleicht eine kleine Autogrammstunde oder Fotosession, und ich denke, das werden wir nächstes Jahr nachholen. Nächstes Jahr werden wir nachholen, dann werden wir diese bekannten Sportler aus der Region oder Lukas aus Titz gebürtig nach hier bekommen. Herr Gerrans, was planen Sie denn in den nächsten Monaten, jetzt speziell für Jülich, mit Ihrem Geschäft? Ja gut, zunächst gehen wir mal davon aus, dass der Jülicher Weihnachtsmarkt wieder stattfinden kann. Ich gehe davon aus, dass das Sicherheitskonzept, dass das Hygienekonzept funktioniert und dass wir im Gegensatz zum letzten Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt haben. Da müssen wir mal schauen, wie der Januar, Februar läuft. Und ich hoffe natürlich, dass wir ein vernünftiges, schönes, besucherstarkes Frühlingsfest haben werden Ende März, auch mit verkaufsoffenem Sonntag, wieder mit vielen Besuchern, wieder mit attraktiven Ständen, mit hoffentlich guter Musik hier auf der Bühne. Das sind so unsere Highlights, hoffentlich für die nächsten Wochen, Monate. Letzte Frage zum Kirchenvergleich. Was plant der Filialleiter jetzt in den nächsten Wochen bis Weihnachten? Eine pünktliche Lieferung wäre wirklich toll. Wir stecken wir werden von einer sehr starken Nachfrage überrollt. Die Industrie liefert Geräte spärlich, und da wäre mein sehnlichster Wunsch, alle Kunden, die bestellt haben, pünktlich zu beliefern und ein neues, tatkräftiges Auslieferungsteam, das täte uns auch gut. Wie sagt man in Aachen, wir kriegen es nicht gekramt. Wir kriegen es nicht gekramt. Ich sage mal vielen Dank, die beiden Sponsoren, Küchenvergleich Jülich, Hauptsitz in Aachen, Intersport Mullag, der Herr Geschäftsführer, der Gerrans, heute auch hier persönlich zur Rede und Antwort. Und wir sagen Musik frei und sagen vielen Dank an Online Radio Düren. Ja.